Die Bevölkerung wird immer älter, die Leistungen, die das Gesundheitssystem zu erbringen hat, werden immer mehr und die Kosten, die dadurch entstehen, werden immer höher. Abhilfe soll die Digitalisierung schaffen. Wie das aussehen kann, dazu ist Aloysius Wittmann zu Gast im Studio der Presse. Hallo. Luis, die Pandemie, muss man sagen, hat sicher einiges an Fortschritt gebracht, hat Dinge beschleunigt. Dinge sind passiert, die vielleicht geplant waren, aber noch nicht so früh geplant waren. Schauen wir uns nichtsdestotrotz an, wo denn Österreich im europaweiten Vergleich steht. Hier gibt es den Digital Health Index und da sieht man, Österreich ist auf dem 8. Platz mit 60 Punkten. Jetzt gibt es natürlich dann Länder, die vor Österreich sind, zum Beispiel Portugal, das Vereinigte Königreich oder Spanien. Was machen all diese Länder besser als Österreich? Nicht alles, aber doch einiges. Im Bereich digitale Gesundheit und Digitalisierung im Gesundheitswesen geht es darum, praktisch den Patientenweg durch das Gesundheitssystem zu optimieren und Ineffizienzen zu beseitigen. Und Österreich hat da ein paar ganz gute Lösungen bereits gefunden. Ich denke an das E-Rezept zum Beispiel, an den E-Impfpass. Aber es gibt Länder, die etwas weiter sind. Es gibt kein Land, wo man sagen kann, das ist in allen Bereichen top. Also wenn man sich ein ideales Gesundheitswesen zusammenpflücken würde, würde man sich vielleicht eine estnische Lösung im Bereich der digitalen Gesundheitsakte nehmen, eine dänische Lösung im Bereich der E-Rezepte. Aber der Index zeigt, dass in Österreich schon noch sogenannter Spielraum nach oben ist. Also Luft nach oben. Da gibt es auch ein Zitat des Gesundheitsökonomen Thomas Cipionka vom Institut für höhere Studien. Er sagt, dort, wo es um betriebswirtschaftliche Prozesse geht, sind Digitalisierung und Automatisierung in Österreich weit fortgeschritten. Im Umkehrschluss heißt das, dass gerade im medizinischen Bereich die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist? Ja, und zwar also überall dort, wo es Patientenkontakt gibt, gibt es noch wie schon gesagt, Luft nach oben. Wenn man in ein Labor geht, in eines der größeren Laborbetreiber, das ist Hightech. Also da bewegen sich die Röhrchen von alleine über eine Straße, steuern alleine die Testgeräte an und die Blutbilder werden automatisch ausgewertet und erstellt. Das ist auf höchstem Niveau automatisiert, digitalisiert. Aber die Ärztinnen und Ärzte in der Praxis, die zum Beispiel in die ELGA, in die elektronische Krankenakte einspeisen können, die haben keine KI, die ihnen auswertet, was genau da in der Krankenhistorie schon passiert ist. Also da gibt es viel Potenzial, wie man die notwendigen Informationen und Daten zwischen den diversen Stellen, also Patienten, Versicherungsträgern, Medizinern, besser und effizienter nutzen könnte und auch Kosten sparen könnte. Weil du es gerade ansprichst, am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, Kosten zu sparen. Wo steht denn hier Österreich bei den Ausgaben für die Gesundheitskosten? Österreich hat ein teures Gesundheitswesen. Also im EU-Schnitt sind wir bei den teuersten. Die Niederlande und Deutschland sind noch teurer. Wobei der Anteil der öffentlichen Ausgaben an den Gesundheitsausgaben in Österreich etwas unter dem EU-Durchschnitt liegt. Also wir haben auch recht viel private Eigenausgaben für Gesundheitsleistungen. Und wie schon angesprochen, es wird teurer tendenziell. Die Agenda Austria hat eine Auswertung gemacht, zum Beispiel in den 10 Jahren zwischen 2012 und 2022 sind die Gesundheitsausgaben um 60% gestiegen. Die Inflation im gleichen Zeitraum betrug 26,4%. Das heißt, da sieht man schon, das wird systemisch teurer über die Zeit. Und entsprechend wird es auch immer mehr notwendig, diese Effizienzgewinne, die möglich sind durch Digitalisierung, zu nutzen, weil sonst wird es irgendwann potenziell untragbar. Gibt es irgendwo eine Grenze, wo man sagt, dort in diesem Bereich hat es keinen Sinn, was Digitales einzusetzen? Also wo hat es Sinn und wo sind die Grenzen erreicht des Machbaren? Ich meine, Digitalisierung soll den Arzt, die Ärzte nicht ersetzen. Im Gesundheitswesen kommt es darauf an, praktisch die Zeit, die eine Pflegekraft, eine medizinische Kraft mit den Patienten verbringen kann, sinnvollerweise verbringen kann, zu optimieren. Das heißt, wir wollen eben nicht Dr. Google, der plötzlich den Doktor, die Doktorin in der Ordination ersetzt, aber wir wollen, dass Daten genutzt werden, um praktisch diejenigen Patienten dann, wenn sie es brauchen, zu den Fachkräften, die ihnen am besten helfen können, zu bringen. Wir wollen nicht, dass die Leute sehr oft wegen eh nichts in der Ambulanz sind. Wir wollen nicht, dass sie Medikamente verschrieben bekommen, die am Ende miteinander interagieren und vielleicht zu problematischen Wechselwirkungen führen. Wir wollen vermeidbare
Krankheiten frühzeitig erkennen und vermeiden können. Das sind so die Ziele, die mit Digitalisierung im Gesundheitswesen verfolgt werden. Abschließend noch ganz kurz, weil wir ja schon über andere Länder gesprochen haben. In Island eben finden sich 95% der Daten, der relevanten Daten in einer Akte. In der Schweiz gibt es zum Beispiel Vergünstigungen bei Versicherungen, wenn man den Erstkontakt ins Gesundheitssystem digital erledigt. Wäre das auch für Österreich etwas, wo man sagt, ich muss dich belohnen dafür, dass du digitaler wirst? Darüber kann man nachdenken. Es geht wirklich darum, sich die Best Practices anzuschauen, in Europa, aber auch außerhalb. Ein Land, das wir nicht genannt haben, ist zum Beispiel Israel, das sehr oft als auch Vorreiter eines wirklich integrierten, digital unterstützten Gesundheitssystems genannt wird. Andere Beispiele, auch schon angesprochen, sind eben Dänemark, wo 99% der Rezepte mittlerweile digital verschrieben werden und wo es auch eine Datenbank gibt, zu der 98% aller Versorger Zugang haben, wo aufscheint, welche Verschreibungen und welche Käufe praktisch ein Patient schon getätigt hat, um eben Doppelmedikation zu vermeiden, um eben zu sehen, da gibt es potenzielle Nebenwirkungen, die wollen wir ausschließen. Das ist zum Beispiel eines dieser Best-Practice-Beispiele. Die Niederlande setzen bei chronisch Kranken auf Telemonitoring. Das machen noch nicht sehr viele der chronisch Kranken, aber 6%, das ist auch nicht bei allen möglich und sinnvoll, aber eine Zahl an chronisch Kranken überwacht ihre Gesundheit praktisch remote, digital, was ermöglicht, dass sie länger eigenständig zu Hause auch leben bleiben können, weil die Pflegekräfte praktisch aus der Ferne wissen, wann sie wie einzugreifen haben und die Zeit, die sie mit ihnen haben, auch mit weniger Dokumentation und mehr Betreuung verbringen können. Estland hat noch ist noch in einem weiteren Bereich Vorreiter. Da gibt es diese digitale ID, mit der man praktisch alle möglichen Schnittstellen im privaten und öffentlichen Sektor abwickeln kann. Also da ist einfach, wenn ich die Adresse ändere in der ID, muss ich das dem Gesundheitsträger zum Beispiel nicht mehr mitteilen. Da spart man sich auch dann am Ende des Tages relativ große Verwaltungskosten. Sind die Österreicherinnen und Österreicher vielleicht auch gar nicht so weit? Stichwort Angst vor Neuem. Ja, das ist ja bei der ELGA, dass viele hier nicht mitmachen. Ja, also wenn man mit jungen Unternehmen, es gibt ja diverse Startups im Gesundheitsbereich, die versuchen eben KI, zum Beispiel künstliche Intelligenz und andere digitale Lösungen gezielt einzusetzen, um das Gesundheitssystem zu verbessern, die Prävention zum Beispiel, vermeidbare Krankheiten auch frühzeitig zu entdecken. Und die berichten schon, dass es im System eine gewisse Innovationsresistenz gibt. Die berichten aber auch, dass die Stakeholder, ob das jetzt Pflegeagenturen, Arztpraxen oder Patientinnen und Patienten sind, dass wenn einmal dieser Mehrwert durch Digitalisierung wahrgenommen wird, dass es dann auch wirklich akzeptiert ist. Also dann ist die Akzeptanz groß. Das heißt, man muss irgendwie schaffen, einmal diese Schnittstelle, diesen Berührungspunkt zu finden, um dann vielleicht auch schneller weiterzukommen. Luis, vielen Dank für deine Einschätzungen. Danke. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen.